Yaki. Bye.
also auch wenn... Oder ein Take. Oder bis was aber nicht auch. To je ještě o šem. Tak. Thank you.
Ja, sie auch schon. Ich mach weniger Fehler vorher noch. Aber sieht nicht so aus, als wenn die abgesprochen haben, oder? Ja, das ist gut. Ich bin so gut. Ja. 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 Bestimmt falsch ausgesprochen.
Hast du gut geknackt? Ja, das ist gut gemacht. Ja, weißt du das? Gut. Gut? Ja. Das Problem ist, ob das eine andere chinesische versteht, ist eine andere Geschichte. Ja, aber vorhin beim Kurierspiel hast du da 14 Minuten gesehen? Ja, die Abwehr ist einfach nur geil, ne? Einfach auch solide. Ja, ist nahezu perfektes Bänden, ne? Also ist beide sauber gespielt, alles, ne? Ja, wie Roboter. Ja, also genau, so sieht's aus. Schön sauber, ne? Ja. 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 Ja.
Wenn der jetzt in Rot gewinnt, ja, dann ist definitiv kein 3-Punkt-Spieler. Weiß jetzt noch nicht. Nie Paul besiegt, ne? Nee. Bei Matchpoint soll ganz okay sein, das Training, aber das ist halt gut. Das Training ist ja okay, klar. Aber er ist deswegen ja auch weggegangen. Ja. Aber ich glaube, das lag eher an Paul in dieser Sekunde. Ja. Nee. Das war doch noch ein Thema, der in Schweden 15 Kilo zugenommen hat. Ach so, das war alles einzeln. Ja. Das lag auch am deutlichen an Paul, das ist richtig. Ich hab noch geschaut. Aber Sekunde hat auch ziemlich deutlich gegen Peter gewonnen zum Beispiel. Ja, ja. Das war früher auch nicht. Peter wer? Peter Ried. Ja. In meiner Mannschaft. Ja, aber der Sekunde hat ja auch gesagt, er hat jahrelang nicht gespielt. Ne? Als er reinkam, hatte ich auch gegen ihn gewonnen. Und nach zwei, drei Spielen oder zwei Abenden, weißt du, habe ich keine Chance mehr gehabt. Ein bisschen warm werden. Naja, so, der hat so zwei Wochen gebraucht oder so, ne? Aber danach. Aber wie gesagt, man denkt immer, der kriegt das los. Ja. Aber der hat wirklich nicht. Dieser wird mal hart drauf, das finde ich sehr. Das hat er gemerkt. Das ist viel Hilfe. Das ist absolut aber. Wie kriegt der denn das hin, die alle wieder zu vertrauen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das schreibt selbst Sekunden, weil der eigentlich relativ einfach auch irgendwie. Der versteht ja auch gar nicht, was ihm sagt. Schreibt Sekunden. Sekunden schreibt uns, wenn du weißt, was Christian für ein Mensch ist, dann weißt du, warum ich gegangen bin. Selbst Sekunden hat das alles krass. Ja.
Apfelsalat. Ich hab nachgeguckt, wie alt die sind, ne? Der ist ja sogar älter, 2 Jahre. Das ist ja aus der Regionalliga, aus der Oberliga Mittelstadt. Ja, naja, weißt du warum? Nee. Der Tabellenerste der Meinung war, er müsse nicht mehr antreten gegen den Tabellenvorletzten, damit Metzpolt noch auf den Abstieg vertuscht. Das heißt, der Holzmacher hat sich selbst überregional innerhalb von einem Jahr so einen Ruf zugelegt, dass ihn doch auch schon keiner mehr mag. Ja, das Hamburg-Horner einfach nicht antreten. Ja, das ist der absolute Knaller. Also, da muss ich jetzt echt was. Genau, mit absoluten Ruf gespielt. Ja, ich kann da was zu machen, von daher ist echt, echt erstaunlich. Wahnsinn, ja. Und bei uns in der Staffel haben sie ja die ganze Landesliga-Mannschaft, hatten sie da runtergemeldet in unsere B-Klasse, die kamen dann zu uns, haben sie da hin und her weggemacht. In der Rückrunde waren die aber alle weg. Ja. Dann hatten sie bloß noch Lakaien aus der G-Klasse, die haben alle 8-0 verloren, alle. Und dann fragt die beim Rückspiel, ich sage, ey, ich krieg hier keinen Punkt, kein Stück, das ist doch scheiße langweilig, da macht die einen Klick. Dann sagt er, alles schön vor allem. Das war der Typ, der heute hier war, der neben Siad saß. So krass, wirklich traurig, ja. Wir haben ja auch mit dieser Oberliga-Mannschaft gegen unsere Landesliga gespielt. Echt? Stimmt, ja klar, die haben noch runtermeldet. Ja, genau. Ich sag Ihnen, hat sie beide gezogen. Ja. Wahnsinn. Ja, und jetzt sind die Spacken halt in der BBL, ist auch nicht so. Nee. Nee, am Ende kommt doch an, wo sie hinwollen. Wenn sie am Ende mit dem Aufstieg gehen, dann spielen sie sogar dafür, dass sie hochgehen, damit sie rausgehen, damit man die nicht mehr spielen muss. Echt nur traurig. Echt, ja? Jetzt auch eindeutig. Ich habe ja gesagt, die Seite ist schon ein bisschen entscheidend. Ja, definitiv. Hat man heute gesehen. War immer ein deutlicher Unterschied. Also die guten Spiele in. Genau, mit ja. Ist kein Problem. Ja. Ja. Also sowas in der Regel, sowas meinte Kai zu mir. Ja, also es soll durchgemischt werden, wird noch entschieden. Gerne. Wird noch entschieden. Ja. 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 Die besten Spieler in der Mannschaft spielen. Das ist krass, oder? Was ist dann nicht der Mannschaft? Das ist dann nicht so die Winnermannschaft. Ja. Letzte Stärke, oder? Ja. Ja. Weil ihr dieses Jahr seid nur aufgestiegen, weil ihr eine gute Staffel hattet und die anderen sind abgestiegen, weil sie einfach zu schwach waren. Niemand, diese Staffel war. Ach nee, stimmt, war der Bezirksstaffel, sorry. Landesliga war die andere. Die war. Stimmt, ja. Ja, ja. Ja gut, aber wenn ihr nicht gleich kommt, ihr aufgestiegen seid, wenn ihr euch dann noch mit ein, zwei Leuten verstärkt aus der ersten, müsst ihr auch was drin sein, oder? Wenn man dann selber noch oben spielen möchte und jemand sagt, er ist nicht gut genug, dann sagen wir auch, das ist ein Selbstbewusstsein. Gut, wenn ihr aber das so habt und euch nicht einigen könnt, dann muss ich ja festgelegt werden. Ja. Das ist nicht anders.
Aber das finde ich auch gut. Das sieht doch hier nicht.
Tja, die